Wir sind gerade zu Gast bei Frank Scheucher von Cerberus Guitars. Das sind ja Wahnsinnsinstrumente, die du da hast. Danke, danke. Also wir, der Hauptgag bei uns ist, wir bauen Gitarren mit Edelsteindecken. Teilweise mit Marmordecken, auch wirklich mit Edelsteindecken. Amethyst, Tigerauge, wir schrecken davon nichts zurück. Also wir haben hier beispielsweise, um das mal einfach mal zu zeigen hier, das ist eine Kronos mit einem gebänderten Calcit. Der hat den Handelsnamen Onyx Fantastico Red Light. Die erste Frage, die die Leute stellen, ist natürlich, boah, was wiegt denn sowas? Da ist man bei 3,6 bis 3,8 Kilogramm. Also im Prinzip nicht schwerer als eine normale Solid-Body-Gitarre. Gibt natürlich leichtere, das ist ganz klar. Gibt aber auch weitaus schwerere. Ja, das ist das eine Projekt. Sehr interessant, mag ich ganz gern. Ich bin bei allem mit Herzblut dabei. Aber dieses Jahr auf der Summit haben wir ein ganz neues Projekt. Und das ist dann diese rote Gitarre. Aber lass uns noch ganz kurz hier bleiben, weil die Frage ist natürlich das, wie wirkt sich jetzt das auf den Sound aus? Ja? Das heißt, wir sind gewohnt natürlich Gitarren zu sehen, die aus Holz sind, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das ganz anders klingt. Ja, man denkt, dass es ganz anders klingt, aber das tut es Gott sei Dank nicht. Ich wollte ja keine Gitarre bauen, die irgendwo wie ein Saxophon oder wie eine Ziehharmonika klingt, sondern es soll eine Gitarre sein. Ne? Du hast hier immer noch genug Holzanteil dabei, dass... Der Buddy ist aus Mahagoni, aus einer leichten Sorte Mahagoni, Guarea Cetrata, gut, Fachmann. Ahornhals mit Purple Heart Inlays. Die Decke ist ja nur 5 mm stark mit einer Glasfaserarmierung. Der Buddy ist mit Klangkammern. Das heißt, sie klingt wie eine ganz normale, verdammt gute Gitarre. Der Bonus, den du durch diese Steindecke erhältst, ist dieses Sustain. Dieser Holz ist eine offene Zellstruktur, das heißt, es dämpft eigentlich die Schwingung. Der Stein ist eine Kristallgitterstruktur. Hast du schon mal vom heißen Stein gegessen? Ja. Sehr gut. Hitze ist nichts anderes als Schwingung. Der Stein funktioniert, weil er diese Schwingung konserviert. Also hier ist es genauso. Du hast dieses Kristallgitter, das diese Schwingung konserviert. Das ist der Vorteil von dieser Gitarre, dass wenn man die anschlägt und hier auf die Steindecke draufgreift und du hier Finger drauflegst, die klingt richtig lange und gleichmäßig aus und hat aber, wie schon gesagt, einen ganz normalen, guten Gitarrensound. Sie klingt jetzt nicht irgendwie völlig exotisch. Und das Gewicht, wie schon gesagt, ist eigentlich auch ganz human. Wenn das mit dem Mikrofon klappt, ich kann dir gerne mal so eine Gitarre kurz in die Hand geben. Ja, geht. Mit einer Hand ist alles schwer. Nee, Quatsch. Aber du siehst, aber ich sag mal, das ist wie ein Les Paul, spielt locker sowas. Ja, wenn du Klangkammern reinbaust in eine Les Paul, genau. Ne? Und dann hat, wie schon gesagt, Ahornhals mit Purple Heart Stripes, Edelstahl, eingeschraubter Hals in dem Fall. Dieses Licht, beziehungsweise dieser Schalter, ist für... Ach, ich hab das Ding in der Hosentasche. Man kann mit dem Stein natürlich Scherze machen, die mit dem Holz nicht möglich wären. Das heißt, sowas hier. Ja, Tagfahrlicht für eine Gitarre. Es ist, man mag es oder man mag es nicht. Also ich habe Leute, die auf der Bühne das Ding immer anhaben. Also der geht ohne Licht, geht dann nicht auf die Bühne, ist es halt für die Show. Ne? Aber man kann es mit dem Stein natürlich wunderbar machen. Ne? Sieht wirklich klasse aus. Gefällt mir ganz gut. Klasse ist jetzt mal ein bisschen ans Blickfang für die Leute. Ne? Toll. Und Pickups? Die Pickups, was machst du da? Kammerstein-Pickups. Kammerstein ist so eine Art Eigenmarke von mir. Das heißt, da lasse ich die speziell für meine Gitarren wickeln. Die werden speziell für die Gitarren gewickelt. Das ist ein koreanischer Pickup-Hersteller, der die baut für mich. Das sind eigentlich meine Leib- und Magen-Pickups, kann man sagen. Da gibt es diese Quadrails mit 4 Einzelklingen, die sieht man dann nachher bei der roten Gitarre. Ja, ansonsten sind wir für alles offen. Hier habe ich EMG, dann habe ich hier Wild Pickups von Bill Lawrence. Ich habe auch ganz gern Alumitones von Lace Pickups. Es ist halt auch je nachdem, was ein Kunde wünscht, was er gern drin hätte etc., bin ich natürlich völlig flexibel. Super cool. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden anderen Projekt. Ja, das leider halt komplett untergeht. Hier, ja, man denkt, oh ja, klar, eine ganz normale Gitarre besteht zu 100% aus Bambus. Also hier auch Guitars for Future. Das ist eine Decke aus Bambus, also das Griffbrett sieht aus wie Ebenholz,
Bambus. Hier ist alles komplett aus Bambus gebaut. Verrückt. Bambus ist relativ leicht, würde ich mir jetzt vorstellen. Oh ja, weil es innen hohl ist. Aber ist halt nicht innen hohl. Achtung, die hat Gewicht. Wie eine normale Gitarre, klar. Ja, ist so bei 3,9 Kilo. Die hat schon ordentlich Gewicht eigentlich auf den Rippen. Ne? Aber das liegt halt daran, dass diese... Die Decke hier, das ist eine 15 mm Decke aus Faserbambus, der verwoben ist. Der ist unter Druck gepresst und diese dunklen Streifen, wenn man den Bambus erhitzt, dann karbonisiert, beziehungsweise dann der Zucker, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, hurra. Karamellisiert, weil es ist ein Süßgras und dann wird er dunkel in dem Fall. Und dann werden hier Streifen aus hellem Holz, beziehungsweise aus hellen Fasern, mit dunklen Fasern verwoben. Wie beim Kaiserschmarrn machen, so ungefähr. Oder ja, wie bei einer Carbon. Bei Carbon beispielsweise oder Kohlefaser wird es auch so gemacht. Und hier ist es halt eine Bambusfaser, die verwendet wird. Und hier, ich hänge sie kurz weg. Das gleiche auch beim Hals. Die ist halt wirklich ganz, ganz dunkel, wird hoch erhitzt. Karamellisiert, karbonisiert, wird ganz dunkel und hast eine ganz dichte Masse. Das sieht dann so aus. Das ist das Material für den Body. Das sind diese Streifen praktisch aus dem Bambus. Und das ist das Material fürs Griffbrett. Das ist dieses karbonisierte oder karamellisierte, dadurch fast schon schwarze Bambus, das eine unheimliche Dichte hat. Und die sind fast gleich schwer, die Bretter. Und die Decke ist aus diesem Material, halt mit verschiedenen Streifen und daher das hohe Gewicht. Der Wahnsinnsvorteil von sowas ist natürlich, wenn du einen Baum fällst, ist er tot, ist er ganz klar. Ne? Du hast die Wurzeln noch im Boden, 25% vom Baum verbleiben im Boden und verrotten. Das CO2 wird freigesetzt oder die Wurzel wird ausgegraben. Bestenfalls pflanzt man wieder einen neuen Baum und dann wird die Wurzel verbrannt und du hast den CO2 wieder in der Luft. Ne? Und bei dem Bambus ist, das ist ein Rhizom. So ein Bambus ist ein Süßgras und so ein Grashalm, oder ja, das ist ein blöder Ausdruck, hat einen Durchmesser von bis zu 50 cm. Also ein halber Meter Durchmesser, wird bis zu 47 Meter hoch, verbraucht 10 bis 12 mal so viel CO2 oder nimmt 10 bis 12 mal so viel CO2 auf wie ein normaler Baum. Wenn du so einen Stamm abschneidest, erntest, und du gehst weg und kommst nach 45 Tagen wieder zurück, steht er genauso wieder da, als ob er dich nie gesehen hätte. Halben Meter dick, 45 Meter hoch. Bambus wächst am Tag über einen halben Meter. Also es ist wirklich eine von den am schnellsten nachwachsenden Ressourcen, die es überhaupt gibt auf dem Planeten. Und dieser Bambus wird dann 5 Jahre in Ruhe gelassen. Also wie schon gesagt, nach 45 Tagen steht er hier, nimmt CO2 auf, wird 45 Jahre in Ruhe gelassen. In der Zeit kann er verholzen, der Stamm. Und nach 5 Jahren kann er wieder geerntet werden. Und wie schon gesagt, in dieser Zeit ist er halt ein toller Filter für die Lunge unserer Erde, indem er halt unheimlich viel CO2 aufnimmt. Und wir haben hier wirklich ein wahnsinns nachhaltiges Produkt. Da bin ich ganz stolz drauf. Dass wir hier keine Gitarre für reiche Leute nur bauen wollen, sondern dass Nachhaltigkeit auch bezahlbar sein muss. Das ist oft so, dass man irgendwo einen blauen Engel oder irgendwas draufklebt, um den Preis dann gleich doppelt und dreifach so hoch anzusetzen. Und dann hier habe ich eine Gitarre mit einem Preis von 1.890 Euro mit einem Koffer. Kann sich auch ein normalsterblicher Gitarrist leisten. Da muss man nicht einen riesen Geldbeutel haben dazu und ist nachhaltig unterwegs. Fantastisch, ja. Wirklich fantastisch. Woher bezieht ihr den Bambus dann? Woher kommt der? China. Da ist für diese spezielle Sorte Mosso-Bambus, das ist für so eine Arbeit der beste Bambus überhaupt. Und da ist in China einfach vom Klima, diese Bergregion und so weiter, ist perfekt für diese großen Bambusbäume. In Asien wird ja schon seit Jahrtausenden eigentlich oder seit Jahrhunderten mit diesem Bambus gearbeitet. Und seit neuestem wird ja auch Parkett, Konstruktionshölzer, Möbel, wird alles draus gemacht. Das kommt jetzt ganz langsam auch in Deutschland an, dass man mal ein Bambusparkett benutzt, Zahnbürsten aus Bambus. Das ist halt das Schöne, du musst diesen Bambus nicht irgendwo chemisch behandeln, damit er gegen Insekten, Pilze etc. beständig ist, sondern das ist er von Natur aus. Und da haben wir einen Hersteller in China gefunden, der bereit war, so eine winzige Menge, weil die fragen, wenn man sagt, kriege ich von euch Bambus, dann fragen die,
Ja, wie viel 40 Zoll Container brauchst du denn? Oder 40 Fuß Container, Entschuldigung. Ne? Dann sage ich, du, ich bräuchte eigentlich ein Brettchen, das ist 35 mal 50. Und da haben dann wirklich, ich habe mindestens 20 Herstellern gesprochen und die haben alle gesagt, ey, tut mir leid, du bist ein netter Typ, aber du hast eine Meiße. Ne, und ich habe hier einen gefunden, der wirklich gesagt hat, wow, wir stehen dahinter, wir finden das Produkt interessant. Wir denken, dass es wirklich eine ganz tolle, nachhaltige Sache ist. Wir sind dabei und die haben das jetzt für mich gemacht. Und ich habe einen koreanischen Hersteller, der für mich diese Gitarren jetzt baut. Das heißt, ich habe einen Prototypen gebaut, 1:1, und habe den CAD-Zeichnungen geschickt und habe ihnen den Prototypen geschickt. Und das ist das Erste, was von denen dann zurückkam. Und die haben dann wirklich 1:1. Ich habe gedacht, die haben meinen Prototypen umlackiert, aber das ist schon die Kopie von meinen Prototypen. Das heißt, da kommen jetzt 25 Gitarren, eine ganz kleine Serie, die im Prinzip wirklich genauso gebaut ist, wie ich sie bauen würde. Das heißt, ich könnte sie nicht besser bauen, ich könnte sie nicht schlechter bauen, denke ich. Ne, das klingt jetzt natürlich blöd, aber ich könnte, doch schlechter bauen könnte ich sie, garantiert. Ne, aber ich könnte sie nicht besser bauen, die ist wirklich so gebaut, wie ich sie auch machen würde. Ne? Fantastisch, fantastisch. Tolles Projekt, gefällt mir ganz gut. Ja? Also habe ich auch so noch nie gesehen. Und wirklich gefällt mir ganz gut. Toll, ja. Schaut doch rein mal hier. Wie kann man dich denn erreichen? Ja, wir heißen Cerberus Guitars. Hört ihr das? Und einfach www.cerberusguitars.de oder .com oder auf Facebook selbstverständlich. Auf YouTube gibt es auch ein bisschen was. Und ich bin Rheinland-Pfalz in Speyer ansässig, also gerade hier in der Nähe von der Guitar Summit. Ja, am besten über die Webseite oder über Facebook, da sieht man immer mich in der Werkstatt, was ich gerade mache. Ne? Super, Mensch, vielen Dank, war sehr interessant. Oko-Pedale sind eigentlich mittlerweile überall zu finden und unglaublich beliebt, also zumindest bei uns. Im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Ja, ganz toll. Hast du irgendwas Neues mitgebracht zur Messe? Ich habe sogar etliche neue Sachen mitgebracht zur Messe. So halb neu ist jetzt der Diablo, den haben wir ein bisschen geschrumpft. Mhm. Ist ja prinzipiell das gleiche Pedal, nur ein bisschen kleiner, oder hast du was verändert? Also wir haben ja im Zuge der Modellpflege vor einiger Zeit den Dual eingeführt. Der hat halt auch diese schönen Mini-Switches für die Mitten und für den Input, was der Diablo noch nicht immer hatte. Und das haben wir dem einen Garnela jetzt auch spendiert und haben ihn im Zuge dessen gleich noch ein bisschen kompakter gestaltet. Aber sonst ist das im Grunde das die gleiche Geschichte. Ist also jetzt nicht so neu. Was neu ist, ist dieses Gerät. Das ist so neu, dass ich noch nicht mal weiß, ob es bei dem Namen bleiben wird. Vielleicht nicht. Aber der kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen dann auf dem Markt. Das ist auch wieder Overdrive Distortion. Verglichen mit dem eine ganze Ecke dreckiger und aggressiver. Von sich aus schon. Und dann haben wir noch diesen tollen Regler hier, Grid. Der regelt ein Pärchen Silizium-Transistoren noch dazu, die dann nochmal so richtig schön schönes Gebratzel und Gegrissel dazu mischen, sodass es richtig schön dreckig wird und Spaß macht. Aha. Da habe ich viel Freude mit gehabt. So. Weil der Diablo ist ja mehr bekannt dafür, dass er sanfter zur Sache geht, ja, dass er auch so. Das kommt drauf an, was man da reingibt eigentlich. Also es gibt da sehr unterschiedliche Leute, die da sehr unterschiedliche Sachen mitmachen. Aber er ist natürlich nicht zuletzt durch den Gregor Hilden bekannt geworden, der ja halt einen eher kultivierteren Ton hat. Genau. Aber man kann da auch ganz andere Geschichten mitmachen. Das ist also nicht darauf festgelegt. Der ist ja ziemlich flexibel einzustellen. Oder magst du uns bei der Gelegenheit mal kurz erzählen, eigentlich, wie die Regler hier funktionieren? Weil da gibt es manchmal ein bisschen so, zumindest bei mir, etwas Verwirrung? Ja, das ist halt ist nicht so ganz intuitiv wie bei einem Gerät, wo jetzt Bass, Treble irgendwie drauf steht. Es ist aber auch nicht so einfach, weil was relativ einfach ist, ist dieser Dyn, das steht für Dynamics. Die alte Generation Diablos, die hatten so einen Schalter an der Rückseite, wo man von 9 auf 18 Volt umschalten kann. Das haben wir jetzt ein bisschen geändert. Wir geben hier normal 9 Volt rein.
intern gibt es einen Spannungsverdoppler. Und mit diesem Regler können wir jetzt hier die Spannung, mit der das ganze Pedal betrieben wird, regeln von ca. 6 bis ca. 18 Volt. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie ein Unterschied zwischen einem 5 Watt und einem 100 Watt Amp irgendwie. Also der Headroom wird erhöht, das Pedal bleibt länger clean. Weil mit weniger Spannung komprimiert es eher, klingt ein bisschen weicher und angenehmer zu spielen vielleicht. So ganz nett für, wenn man zu Hause in leise was spielt oder so, dann fühlt es sich ein bisschen lebendiger an. Und je weiter das halt aufgedreht wird, desto straffer, knackiger wird das Ganze. Was sich dann wieder ganz gut macht, wenn man eine Bühnenlautstärke vielleicht auch mit einem Amp spielt, der an sich auch schon ein bisschen arbeitet, um das nicht zuzumatschen. Das ist relativ intuitiv zu erfassen, was er macht. Das ist, Feed ist so eine, für den Diablo eine ganz wichtige Geschichte. Das ist auch das, glaube ich, was den sehr oder anfangs sehr unique gemacht hat. Was der macht, ist noch vor der ersten Genstufe die Bässe rauszufiltern. Nach links gedreht. Auf unterschiedlichen Frequenzen und gleichzeitig wirkt sich das auch noch auf die Eingangsimpedanz aus. Das ist aber eher so ein subtiler Effekt. Gedanke dabei ist die Anpassung wieder an verschiedene Gitarren. Jetzt eine schwachbrüstige Single Coils haben das dann wahrscheinlich eher weiter offen. Wenn ich jetzt mit einem dicken Humbucker am Hals komme, der würde das matschen und dann kann ich halt genau den Punkt finden, wo das ausgewogen und knackig klingt. Also da kann ich wirklich sehr viel mitmachen. Also es ist eine relativ ähnliche Geschichte, macht dieser Regler aber an einer anderen Stelle in der Schaltung, also weiter hinten in der Verzerrung. Das wirkt sich dann eher so auf. Also einerseits ist es eine Art Bassregler, aber der Ton wird auch ein bisschen weicher, fülliger, es komprimiert halt mehr in den Bässen und man kann mit den unterschiedlichen Stellungen dieser beiden Regler sehr viele Nuancen rausholen, wie die teilweise tonal ähnlich sind, aber sich vom Spielgefühl her ganz dramatisch unterscheiden. Aha, interessant, ja. Das ist halt sowieso so eine Spezialität von dem Diablo, dass viele Sachen, wenn ich das jetzt anspielen würde in einem YouTube-Video, würdest vielleicht den Unterschied gar nicht hören. Wenn du aber die Gitarre in der Hand hast und das anspielst, verstehst du sofort, was da passiert. Also es ist, das ist ja gern mal so, ja, aber auch bei Geschichte, was so, das kennt man ja, manche Sachen gehen halt einfach und da spielt man gerne und bei manchen Sachen muss man so ein bisschen kämpfen und den Punkt kann man sich ja genau suchen, wo es passt. Wahnsinn. Das ist ja Tonregler einigermaßen selbsterklärend. Jetzt in dieser Generation jetzt neu sind diese kleinen Mini-Switches hier. Dieser regelt die Mitten, also der Bereich, in dem der Tonregler sich bewegt. Das ist die klassische Diablo-Einstellung. Hier haben wir so einen Mid-Boost und hier werden die Mitten ein bisschen abgesenkt. Da klingt es noch ein bisschen, je nach Stellung des Tonreglers, schlanker oder auch so ein bisschen böser. Ja, es bratzelt halt ein bisschen mehr um. Und dieser kleine Schalter hier, das ist der Input. Der regelt die Verstärkung der ersten Gain-Stufe, was sich auf die Zerrstruktur und auch auf den Zerrgrad auswirkt. Also das ist wieder die klassische Einstellung. Hier haben wir ein bisschen weniger Gain. Für Leute, die so wirklich der klassische Diablo selbst bei Null Gain immer noch schon zerrt, da kann man dann nochmal runtergehen. Und hier oben haben wir so ein bisschen so ein Treble Boost drin. Da gibt es so einen
ein bisschen Kontur, wenn die Gitarre jetzt eher so warm klingt oder so, dann kann man da so ein bisschen Kontur dran geben. Interessant, also für Humbucker zum Beispiel, die irgendwie zu, genau, zu warm klingen, kann ich noch ein bisschen. Genau, da kann man da so ein bisschen so, ja, sowas. Interessant. Ne? Das würde man dann jetzt mit dem und mit dem machen. Aber das, das schaltet man mal kurz durch und dann weiß man, was die machen und findet sehr schnell da eine Einstellung irgendwie. Okay. Sehr interessant. Und das, ja, ist ja einigermaßen selbsterklärend. Das ist, Level, ja, genau. Und das haben wir ja, in dem Fall haben wir jetzt hier zwei Sets davon, zwischen denen ich jetzt hin und her schalten kann. Und, ja. Kann man dann sagen, dass die beiden dann irgendwie gleich sind oder ist da irgendwas unterschiedlich? Die Schaltung ist die gleiche, bis auf kleine Abweichungen in der Abstimmung. Der GH klingt, also hat die gleichen Regelmöglichkeiten, aber ist so, generell ist die Abstimmung ein bisschen fokussiert auf die, mehr auf die Mitten. Und der klingt halt generell so ein bisschen schöner, wärmer. Also hat ein bisschen weniger Biss oben rum und ist halt irgendwie, ja, so ein bisschen netter. Interessant, ja. Im Gegensatz zu dem mit den zwei Kanälen hat der noch einen extra Clean Boost an Bord. Der dann dazugeschaltet oder auch einzeln genutzt werden kann. Interessant, super, ja. Sehr schön. Und dann, das ist dein neuestes Gerät. Hast du noch was, was uns... Ah ja. Das macht jetzt erstmal an sich keinen Sound. Das ist ein Werkzeug, aber wie ich finde, ein sehr nützliches. Und zwar kann ich mit dem Gerät, also es sind eigentlich zwei, das gehört zusammen. Das stellt mir zwei regelbare Lautstärken von meinem Amp zur Verfügung, ohne dass ich da irgendwas booste oder irgendwas am Sound verändere. Das ist, diese Geschichte ist eine rein passive Lösung. Das stöpsel ich in den Effektweg vom Amp. Und steuere das hier von meinem Pedalboard aus, wo ich dann zwischen diesen beiden Einstellungen hin und her schalten kann. Das, wie gesagt, das ist rein passiv. Das wird hier, da ist ein Optokoppler drin. Das Signal läuft tatsächlich nur durch einen kleinen Widerstand dann in dem Moment. Das heißt, ich habe hier keine Verstärkung oder irgendwas. Ich habe kein Rauschen, kein Brummen, keine Phasenprobleme, keine Schaltknacks oder irgendwas. Und wenn hier irgendwie der Strom ausfällt an Bord oder irgendwas, dann läuft das trotzdem weiter. Sehr cool. Ich kenne das von Mesa Boogie, hat ab und zu Amps, die hat am so einen Solo-Switch. Ja. Gleich zwei schaltbare Master-Volumen haben, aber das ist natürlich eher selten. Und das bietet das hier. Aber selbst da muss man zumindest zum Amp gehen, um die noch einzustellen. Das geht hier direkt vom Bord. Tolle Idee. Also das habe ich mir auch schon für manche Amps gewünscht, weil ich finde diese Idee eigentlich total genial, dass ich zwei abrufbare Lautstärken habe. Ja. Was, wo das auch sehr gut funktioniert, ist ja diese Hot Rod Deluxe und Blues Deluxe Geschichten, wo ganz viele Leute sich so diese kleinen Volume-Boxen bauen, um die Lautstärke, um diesen Lautstärkesprung irgendwie in den Griff zu kriegen. Da funktioniert das auch sehr gut. Also erstmal habe ich einen besseren Regelweg und habe gleich zwei Lautstärken dann gleich mal. Klasse, ganz toll. Ich glaube, naja, ich denke mal, ich brauche den. Toll. Jeder braucht den. Klasse, Mensch, vielen Dank. War total interessant. Danke fürs Erklären. Und ihr wisst, wo ihr das findet, bestimmt. Ja. Einfach googeln. Okay, nächste Station ist die Firma Grossmann. Die hat sich spezialisiert auf Silent Boxen, kann man sagen. Und neben mir ist der Stefan Grossmann, das ist tatsächlich der Firmengründer. Und ich will ihn jetzt mal fragen, in was für einem Mietshaus er lebt, dass er auf die Idee gekommen ist, sowas zu bauen. Ja, hallo, ich lebe in gar keinem Mietshaus. Bin trotzdem auf die Idee gekommen, weil auch die Familie es nicht mag, wenn man einen 4x12er Marshall Box sehr laut spielt. Und da gibt es auch da Probleme. Und selbst nicht im Mietshaus, im Eigentum, gibt es Nachbarn, die 20 Meter weiter wohnen und das auch nicht hören wollen. Das stimmt, das kenne ich. Aber sag mir, ich sehe wirklich hochwertige Teile, tolle Qualität, perfekte Verarbeitung. Es war sicher ein langer Weg dahin, konzeptionell und in der Ausführung. Das stimmt, ja. Also ich habe die ursprünglich für mich selber gebaut, weil ich
einfach den Bedarf hatte, war früher in einem großen Studio mit Kollegen zusammen, konnten wir laut Gitarre aufnehmen, große Amps, alles aufdrehen, alles wunderbar. Und dann haben wir das aufgelöst, alle hatten ihr Homestudio und da musste ich halt erstmal mit Software agieren und das hat mir nicht so gefallen. War klar, ich brauche sowas und habe es dann selber gebaut. Die hat natürlich nicht so ausgesehen, die war dann erstmal relativ simple Holzkiste. Hat auch nicht gut geklungen, was mich bewegt hat, da am Sound zu tüfteln. Ich habe in den Aufnahmeraum sozusagen da oben rein einen Plattenabsorber eingebaut, damit diese konstruktionsbedingte parallelen Wände, die stehenden Wellen, ausgeglichen werden. Also es minimiert sehr stark so eine Dröhnfrequenz bei 300, 400 Hertz. Das heißt also, die Form, die wir von außen sehen, ist die Form, die auch drinnen ist. Weil man hätte ja zum Beispiel, sagen wir mal, die Geometrie innen ja auch verändern können, die vielleicht etwas schräg machen. Das war keine Option. Das war eine Option, habe ich auch ausprobiert. Also ich habe die tollsten, verrücktesten, verschachtelten Konstruktionen reingebaut oder gleich den Deckel von vornherein so konstruiert. Aber es war alles nicht so gut wie diese, ich sag mal, Würfelbox mit dem Absorber. Der ist immer noch, der funktioniert sehr gut. Okay, gut. Und hier sehen wir mal, wie das Prinzip der Mikrofonabnahme auch funktioniert. Das heißt, das ist praktisch das Unterteil. Genau. Das ist die eigentliche Box. Da kommt auch der Lärm raus aus diesem Gitarrenlautsprecher, wenn man von Lärm sprechen mag bei Gitarren. Vorsicht, ja. Genau, es ist ja ein schönes Signal eigentlich, was empfindet nicht jeder so. Und das da oben drin ist der Aufnahmeraum, da kommt diese Haube drüber und in dem kleinen Raum spielt sich dann sozusagen die Aufnahme ab. Und man kann hier gepflegt in Proberaum oder Bühnenlautstärke oder noch lauter spielen. Es ist nicht empfehlenswert, einen 100 Watt Marshall voll aufzureißen und einen entsprechenden Lautsprecher. Da fängt es dann irgendwann an zu komprimieren, aber gute, laute Bühnenlautstärke oder Proberaumlautstärke sind überhaupt kein Problem damit. Okay, also es ist wie bei allem einfach nicht übertreiben, genau, sondern die Sachen vernünftig einsetzen, dann kann man auch, sagen wir mal, das im idealen Arbeitsbereich genau verwenden. Ne? Genau, man will ja den Sweet Spot einerseits vom Verstärker, man will den Punkt erreichen, wo der Verstärker anfängt gut zu klingen. Das ist halt meistens dann schon recht laut. Den sollte man hinkriegen und das ist eigentlich Sinn der Konstruktion. Den kriegt man damit hin, also ich sag mal mit den meisten Verstärkern. Und dann will man auch noch den Sweet Spot am Lautsprecher finden. Da kann ich dann hier mit der Konstruktion da drin wandern und praktisch jede erdenkliche Position mir hin basteln sozusagen. Ich kann sagen, ein Mikrofon ist mehr am Rand, das zweite geht mehr auf die Kalotte, nimmt die Höhen mit und so weiter. Da geht das alles. Okay, super. Das heißt, man kann es, weil man auch die Optionen mehrerer Arme hat, im Prinzip auch so stehen lassen und mit verschiedenen Mikrofonen mikrofonieren und kann das auch reproduzieren dann immer genau, wieder. Genau, so ist es. Und man kann vor allem auch sagen, wenn ich sowieso nur auf Aufnahmen stehe mit einem Mikrofon, dann habe ich schon mal drei Grundvarianten von vornherein. Dann nehme ich mal ein Stück mit dem SM57 auf oder mit dem Audio-Technica und habe halt alle Möglichkeiten schon mal vorplatziert, muss nicht jedes Mal die Haube aufmachen. Ich sehe einen 12er drin. Habt ihr eine Empfehlung oder ist es so, dass ihr, wenn ihr ihr verkauft das leere Gehäuse und sagt, genau, du kannst egal was, du kannst irgendein 12er reinschrauben? Genau, so ist es. Also man kann reinschrauben, was passt. Im Grunde genommen alle 12 Zoll Lautsprecher. Da bietet sich natürlich, die typischen Kandidaten sind die Celestions an. Man kann auch einen 10er reinmachen. Man kann aber auch sagen, das ist mir jetzt alles irgendwie ein bisschen zu öde oder ich will jetzt einen ganz anderen Lautsprecher drin haben. Dann kann man die vorbereiten mit diesen Steckern und kann quasi auch schnell wechseln. Ich kann auch sagen, ich mache hier einen Basslautsprecher rein. Ich kann auch sogar einen 10 Zoll Basslautsprecher reinbauen. Da habe ich einen Adapter, biete ich dazu an, so einen Holzring, in den der 10 Zoller eingebaut wird. Und dann mache ich die Klappe wieder zu und kann wieder aufnehmen. Okay, also was mich begeistert ist, wie schnell das geht. Weil wenn man tatsächlich mal auf die Schnelle mal Lautsprecher austauschen will, das geht ratzfatz. Ja, es ist nicht so ein Akt, wie wenn ich jetzt noch löten müsste. Oder auch die Lautsprecher, an Lautsprecher selber sind so kleine Lötfahnen mit Steckern. Wenn man die jedes Mal befummeln würde, wäre wahrscheinlich irgendwann sind die dann kaputt.
Okay, so dazu der Deckel jetzt zum Beispiel. Das ist jetzt alles die Holzvariante, die wahrscheinlich auch entsprechend teuer ist, ja, aber die dann auch im Wohnzimmer ihre Berechtigung hat. Genau, die gibt es in Eiche, das ist neu, das ist ganz neu, haben wir die gemacht. Auch in Nussbaum, in dunklere Farbe, dunklerer Farbton geölt. Und klar, das ist massiv, das ist 25 mm massives Holz, ist natürlich, ja, natürlich hat einen anderen Preis als eine MDF-Box, die ich. Also sieht toll aus und könnte auch für den Zeiten, wo man eben nicht spielt, würde auch eine schöne Minibar hergeben. Genau. Einfach hochheben und dann. Und ne? Man, ja, vermutet auch drin vielleicht kühle Getränke. Genau. Also sieht gut aus und dass das funktioniert, das erfahren wir jetzt gerade, weil eigentlich läuft nämlich auf diesem Ding ständig Musik und es hört sich ein bisschen an wie ein ganz, so ein kleines Kofferradio, das irgendwo im Nebenraum steht, würde ich sagen. Ja, so ungefähr, ja. So soll es sein. Sag mir mal, wie viel ist der Dämpfungsgrad? Also wie viel kriegst du tatsächlich weg und wie viel würden wir maximal hören? Also es sind ungefähr 30 dB, frequenzabhängig, sind nicht alle Frequenzen gleich gedämmt. Ich sag mal zwischen 28 und 30 dB. Ich habe jetzt noch eine neue Variante, die hat ein bisschen dickeres Gehäuse, 25 mm. Die macht noch ein bisschen mehr. Und ja, das, man kann es vielleicht so mal ausprobieren, was 30 dB sind, indem man Musik laufen lässt. Egal ob Software ist oder ob man ein Mischpult hat, mal um 30 dB den Regler runterzieht. Und dann mal gucken, Was das dann ausmacht. Genau. Ja. Und es ist noch nicht alles, denn ich weiß, dass es ja zum Beispiel für den Tourbetrieb ja auch nochmal extra Cases gibt, die man, genau, drüber stülpen kann. Die sehen wir nämlich hier drüben. Schau mal, Maxi, hier. Und wenn man die da drauf stülpt, dann habe ich mir sagen lassen, gehen nochmal 8 bis 10 dB weg. Dann sind wir bei 40 dB etwa, genau. Und das ist dann auch nicht nur für den Tourbetrieb, sondern für Leute, die wirklich empfindliche Nachbarn haben oder die absolute Ruhe brauchen daheim. Für die ist es empfehlenswert, die Box da drin, das ist dann wirklich. Dann ist total Ruhe. Allerdings braucht man auch die entsprechende Muskulatur, um das Ganze dann, genau, zu bewegen. Oder man bewegt es einfach gar nicht mehr. Man stellt es einmal unten in den Keller hin und dann bleibt es dort. Also bei der Road-Case-Version wäre das empfehlenswert. Es sei denn, man hat Helfer-Stagehands, die das täglich hochtragen oder irgendwie. Eine Frage, was ist denn zum Beispiel mit dem Körperschall? Also das heißt, der Schall, der über die Konstruktion selber abgegeben wird und zum Beispiel, wenn jetzt jemand in der Wohnung ist, an den Fußboden weitergegeben wird. Ich habe, ursprünglich waren da Moosgummifüße drunter, ich habe da rumexperimentiert. Die waren nicht so praktikabel, weil die dann irgendwann sich gesenkt haben und dann wieder hart wurden. Und ich habe jetzt seit einigen Jahren praktisch Gummispikes, so wie man auch bei HiFi-Lautsprechern Spikes drunter macht, habe ich sowas in Gummiform. Das sind so parabolförmige Gummifüße, die sehr gut absorbieren. Also da habe ich Tests gemacht mit allen möglichen anderen Sachen. Also je kleiner die Fläche, desto besser funktioniert es und die erschienen mir optimal. Genau, das ist das Prinzip dieser Standfüße auch im HiFi-Bereich, genau, dass die praktisch konisch zulaufen und nur auf der Spitze stehen, genau, damit es die Schwingungsübertragung minimal, so minimiert es nur geht. Ne? Genau, so, okay, funktioniert das. Gut, jetzt wollen wir tatsächlich mal eine Probe machen. Ich würde mal sagen, weil technisch bedingt wir einen Limiter an der Audioaufnahme haben, ich gehe jetzt mal 2 Meter nach vorne. Ja, gern. Und du machst dann einfach mal auf und wir gucken mal, wie viel dann tatsächlich da rauskommt. Ja, ja. Okay? Bereit? So, warte mal schnell bitte. Ich gebe dir das Zeichen. Sagen wir mal ab hier, ne? Warte mal. Hilfe. Okay. Okay, da sind auch Tiere drin. Okay, so, lass uns noch mal einen kurzen Blick werfen über die, wie das ganze Signal nach außen geführt wird, weil auch super professionell Neutrik Buchsen, genau, die das Signal nach außen führen, oder? Es ist so, dass das hier ist die ankommende Leitung vom Verstärker, also wie man normalerweise auch eine Lautsprecherbox anschließt. Hier sind die zwei Mikrofonanschlüsse, die intern, wir können das noch mal an der hier sehen, dann hier durch die Schallwand geführt werden. Also es kommt hier rein und geht hier dann zum Mikrofon. Und so kann ich dann praktisch von außen anschließen. Beim Tourcase ist es sogar so, dass ich da unten drin eine Klappe habe, so eine Art Serviceklappe. Und darunter liegt dann das Anschlussfeld. Das heißt, ich könnte
machen auch viele, die Box drin stehen lassen, macht die Klappe runter, schließt es an und bereit. Ja, also gerade im Tourbetrieb ist es eminent wichtig, dass es schnell geht, dass es einfach geht. Ja. Da schieben die Leute die Racks hin und her und dann müssen sie einmal stehen, dann macht man die Klappe auf und die Kabel rein. Super. Ja, ist es, ja. Gut. Stefan, der Amp, der da oben ist, ist eigentlich nur dazu da, um eben das Signal hier, nichts, was aus eurer Schmiede kommt. Nein, nein, das ist einfach nur, das könnte jeder X-Beam. Gut, und es gibt die schwarze Variante noch, die habt ihr aber nicht ausgestellt. Nee, die habe ich jetzt nicht da, die steht zwar im Haus noch, sind noch welche verteilt, es gibt noch andere Mikrofonhersteller, Audiotechniker, die haben die auch zum Vorführen. Die gibt es in schwarz, die gibt es in so eine Art Vintage-Variante, wo ich die Kanten etwas abschleife und dann mit Klarlack lackiere. Ja. Kann man sich alles auf der Homepage angucken. Super, da sind wir auch schon bei dem Stichwort Homepage. Sag. Grossmann-audio.de. Stefan, herzlichen Dank, dass wir dich besuchen durften. Wir sind am Stand von Stevens Guitars aus München, richtig? Ich war schon oft bei euch, aber ihr könnt euch nicht erinnern, ich habe schon immer wieder Sachen zu euch gebracht zum Reparieren und Akustikgitarren und alles Mögliche. Und freut mich, dass ihr hier seid. Wollt ihr mal ganz kurz euch vorstellen? Ja, also mein Name ist Stefan Zirnbauer. Ich bin Gitarrenbaumeister. Ja, mache das Ganze schon relativ lang. Genau, eben mit meinem Kompagnon zusammen. Genau. Mein Name ist Werner Kotzlik und vor 27 Jahren haben wir das zusammen gegründet. Ich bin eigentlich Diplom-Ingenieur, aber baue auch seit 35 Jahren Gitarren. Ich habe ja schon viele Gitarren von euch auch gesehen und ihr habt tatsächlich mehrere Schüler, die Gitarren von euch haben und bin jetzt mal ganz neidisch. Und ihr baut ganz tolle Sachen, wirklich. Also das heißt, ihr baut Gitarren, aber ihr habt repariert auch Gitarren und kümmert euch eigentlich komplett um die Akustikwelt, kann man mal sagen. Ja. Und ihr habt was ganz was Spezielles hier. Das ist eine Gitarre, die wir jetzt vor kurzem speziell angefertigt haben. Jetzt nicht unbedingt für die Messe hier. Aber wir wollten einfach mal ausprobieren, wie klingt eigentlich Olivenholz. Und da ist natürlich der Trend jetzt da, auf heimische oder in Anführungsstrichen europäische Hölzer zu gehen. Und von der Optik her ist natürlich wunderschön. Zum Beispiel hier. Das ist auch eine Olive, stark geriegelt. Und wir waren sehr überrascht, dass es nicht so klingt, wie wir uns das vorgestellt haben. Nämlich so ein bisschen topfig, ein bisschen dumpf, sondern eigentlich sehr brillant und einfach sehr angenehm und vom Spektrum her auch ein sehr weites Spektrum. Also eigentlich ziemlich gut. Ah, tolle Gitarre. Sieht auch wirklich toll aus. Das hier ist? Das ist Olive aus Italien. Das ist eine sehr internationale Gitarre. Das ist Sitka-Fichte aus Alaska. Das hier ist Erle aus Deutschland. Also alles dabei. Toll, also sieht toll aus. Super. Interessantes Cutaway auch. Ja. Das ist eine Form, die wir selber auch entwickelt haben. Also es ist aus der OM-Form entwickelt. Und wir haben das Ganze ein Tick breiter gemacht, die Taille ein bisschen weiter rausgezogen und dann eben den tiefen Cutaway, dass man wirklich auch hier in die ganz, ganz hohen Lagen reinkommt. Ja. Toll. Schaut ganz toll aus. Ja. Also es geht tatsächlich zum Trend, gell? Man sieht immer wieder Leute, die mit anderen Hölzern experimentieren mittlerweile und sieht toll aus, gefällt mir ganz gut. Ja. Müssen wir dann auch mal in einer ruhigen Minute mal testen vielleicht. Ja. Was habt ihr sonst noch so dabei diesmal? Das sind eher so die klassischen Modelle, die ihr habt, aber hier auch mit Bevel. Interessant. Ist es immer mehr auch? Ja, ist immer mehr im Kommen. Ist natürlich ein bisschen Aufwand zu machen. Aber ist auf jeden Fall, wenn man es mal in der Hand gehabt hat, sehr bequem zu spielen. Ja. Ich habe tatsächlich auch eine Gitarre, die sowas hat. Das ist wirklich, also diese Kante, dass die weg ist, das ist tatsächlich ein großer Vorteil. Gell? Ich meine, als E-Gitarrist kennt man das ja von der Strat zum Beispiel. Und es macht ja schon, wenn man es mal gehabt hat, einfach Sinn. Und es ist sehr wesentlich bequemer als eben ohne. Aus welchen Hölzern ist jetzt die Gitarre gefertigt? Die Gitarre ist aus einem tasmanischen Blackwood, was dem Koa eigentlich relativ entspricht, bloß halt andere Herkunft hat, und hat hier oben eine Schweizer Haselfichte.
Tolle Instrumente, ja. Wenn ich mal groß bin, dann komme ich vorbei und dann kommen wir auch. Ja. Ja. Also fantastische Gitarren bei Stevens Guitars. Ja. Euch kann man finden, ich weiß es, aber die anderen nicht. In München in der Franziskanerstraße 49 mit unserem Laden oder sonst unter www.guitars.de. Guitars.de, das ist einfach zu merken. Ja. Schaut doch rein. Ja. Vielen Dank euch, ja. Und vielleicht bis bald. Servus. Okay, ciao. So, jetzt sind wir schon beim nächsten Stand und bei einem, ich darf so sagen, einem guten Freund, den ich schon ganz lange kenne, der mich und meine ganzen Amps begleitet hat und repariert hat und immer, ach, er hat immer eine Lösung, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist an meinen Amps, und das ist der Bernie Schröter. Hallo Bernie. Hi. Hi Enrico. Was hast du denn alles mitgebracht hier auf die Messe? Fangen wir hier mal an, das ist der Tone Ranger, der Tone Ranger Amp, 50 Watt, im Prinzip ein Einkanaler, hat ein paar Soundoptionen. Es ist praktisch so, man stellt sich einen Grundsound ein als Basissound, und den man vielleicht mit Pedals anboosten kann oder auch ohne Pedals, je nachdem wie man halt spielt. Crunch, Clean, Crunch, so geht bis annähernd Lead Sound, aber es ist noch kein echter Lead Sound. Und ansonsten hat er hier noch hat zwei Lautstärken per Fußschalter zum Schalten, dass man einfach für Solo laut ist. Und hier ist noch praktisch ein Leistungsregler, wo ich sagen kann, ist es ein schwacher Amp oder eben ein stärkerer. Wenn ich mehr Clean-Reserven brauche, weiter rauf, Volumes weiter runter, dann hat man mehr Dynamik. Und je weiter hier das Niveau oben ist, desto mehr komprimiert er schon. Und hier hat man immer die Lautstärke im Griff. Einschleifweg hat er noch, seriell, parallel, umschaltbar, genau. Also das ist im Grunde genommen ein Amp, der, sag mal, ein bisschen optimiert ist auf den Bedarf von Gitarristen, die mit Pedal spielen wollen? Mit Pedale, ganz genau, weil man sich eben für einen Grundsound entscheidet. Okay, das heißt einmal einstellen und den Rest mit Pedalen machen. Also, den Rest machst du mit Pedale, ganz, ganz genau. Oder wer keine Pedale braucht, der kann den auch so. Einer, der viel mit dem Volume vielleicht einfach nur regelt. Oder eben, ja, und dann einfach nur einmal eine zweite Lautstärke braucht für Solo. Ist da bestens bedient damit praktisch, ja. Okay, powermäßig wie viel Watt? 50 Watt, 50 Watt EL34. Oh, okay, das klingt nach genügend Reserven. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn 50 Watt nicht reichen, wird es seltsam. Ja, dann brauchst du mal mit 100 auch nicht. Und es gibt die passende Box dazu? Es gibt eine passende Box, die kann man wahlweise, so ein 12er Box, hinten offen, halb offen. Die kann man da ist jetzt gerade ein Neo Creamback drin und gibt es aber auch mit einem M65 Creamback. Im Grunde, was der Kunde will, was gefällt. Er sollte halt einfach nur die 50 Watt vom Amp aushalten, dass man da nie in einen kritischen Bereich kommt. Okay, empfehlenswert wäre schon mal, vielleicht sogar mal den einen oder anderen Lautsprecher mal auszuprobieren in Kombination, auch mit dem eigenen Spiel und mit der Pedalerie, die man so hat, dass man dann sozusagen das Optimale für den eigenen Soundgeschmack findet. Genau. Ganz genau, ganz genau. Okay, so, der Tone Ranger war das. Wenn ich den haben wollte, über deine Webseite bestellen oder mit dir telefonieren und sprechen. E-Mail, über Webseite, da ist eine E-Mail-Adresse drauf, genau. Wie lange würde ich warten? Ja, Vierteljahr raus auf jeden Fall. Okay, aber alles handgemacht, handverdrahtet, Punkt zu Punkt. Eine Menge Arbeit, genau. Und sagen wir es, wie es ist, du bist ja wirklich alleine, machst alles alleine. Also es ist wirklich custom-made Handwerkskunst. Ja, genau, so ist. Es macht eine Menge Arbeit. Es geht mir immer so, wenn ich anfange mit dem Amp anfange zum Löten, zum Kabeln, dann denke ich am Ende des Tages, diese drei Drähte habe ich halt geschafft. Das sieht immer so aus. Und es geht dann so dahin und plötzlich, jetzt bin ich fertig. Okay. Gut, dann kommen wir zu dem wesentlich komplexeren Head. So, ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Und jetzt kommen wir, das ist eigentlich dein Flaggschiff, oder? Das ist der Brown Artist. Das ist der erste, den ich gemacht habe, und auch das Flaggschiff. Ich habe gleich mal mit den größten angefangen, weil ich wusste, wenn ich den großen schaffe, dann schaffe ich die kleinen. Und das ist eben ein Dreikanaler oder man sagt ja zweieinhalb Kanaler eigentlich, weil der Crunch-Kanal und der High-Gain-Kanal teilen sich die Klangregelung. Aber die sind so ähnlich, so gleich, dass man keine zweite Klangregelung braucht. Man wird sie sowieso gleich automatisch gleich einstellen.
Der Klingkanal ist völlig separat, Volume und der hat sein Gain und eben Volume, um den anderen Kanälen anzupassen. Man stellt alle Kanäle in gleicher Lautstärke ein. Dann hat man nämlich, weil hier hat man ein Rhythmus-Volume und ein Solo-Volume, hat man alle drei Sounds im Rhythmus zur Verfügung und auch jeden Sound im Solo-Volume. Ich gehe mal hierher und zeig mal diesen. Ah, das ist das berühmte Fußpedal. Genau. Und da sieht man die drei Kanäle im Rhythmus-Sound und drüber im Solo-Sound. Das heißt, das ist ein bisschen schmutzig übrigens, das ist mein persönliches. Ich kann jederzeit vom Crunch auf die High-Gain-Lautstärke gehen oder auch von Clean auf High-Gain und auch sofort wieder zurück. Also ich brauche nicht einen Kanal wechseln und einen Master wechseln, nicht zweimal treten, sondern immer direkt, wo ich gerade hin will, völlig egal. Hier sind zwei Taster, das sind die Fill-In-Taster. Das AC heißt Active Channel und dann wird der Kanal, solange ich mit dem Fuß drauf bleibe, wird der Kanal, der gerade an ist, geht in die Solo-Lautstärke. Kann ich einen kurzen Fill-In machen. Und der High-Gain-Fill-In, da geht der Amp immer in den High-Gain-Kanal, in Solo-Lautstärke. Wenn ich hier diesen Schalter aktiviere, Backloop Solo Link, und ich habe da Echo drin, habe ich immer sofort das Echo dabei, Spillover kann ausklingen. Und hier ist noch eine Frontloop drin, für Effekte zwischen Gitarre und Amp-Eingang kann ich hier auch noch einfach mit bedienen, ohne dass ich irgendwo hinten aufs Pedalboard steigen muss. Und die Loop vom Amp jederzeit auch manuell schaltbar. Okay, ich habt ihr das mitbekommen, wie gecheckt dieses Teil ist? Das zeigt von jemandem, der wirklich auch die Probleme aus der Praxis versucht, in einen Lösungsansatz umzusetzen. Ja, also das ist wirklich, sag mir, Taster bedeutet, damit es jeder versteht, dass wir, solange wir draufdrücken, ist die Funktion aktiv, und wenn wir einfach den Fuß wieder wegmachen, dann ist sie wieder weg. Muss ich nicht nochmal ausschalten, sondern Fuß weg. Kann man schon mal, jetzt kommt gleich die Stelle, bin ich schon mit dem Fuß drauf, dann drücke ich nur noch drauf, wenn es da ist, und gehe wieder weg, spiele sofort Rhythmus weiter. Perfekt. Gut, dann sage ich mal, ist das ein ja, also das ist schon ein Boutique-High-Price-Gerät aber auch. Ja. Ja, natürlich. Es ist, wie soll ich sagen, ja, ist eine Menge Arbeit. Nicht nur die Punkt zu Punkt. Also was mich begeistert, ist einfach, wie durchdacht das Konzept ist. Also da ist jemand, der sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie man Praxisprobleme lösen kann. Kommt einfach aus den eigenen Problemen, die man so hat. Spielt ja selber. Er spielt leider übrigens sehr, sehr gut Gitarre. Sagt der Enrico. Naja, und auf jeden Fall, was habe ich schon immer braucht? So ist eigentlich eher entstanden. Wirklich aus die eigenen Nutzen. Was ich brauche, was mich genervt hat, mit Marshall Frisieren angefangen, irgendwann 1989. Und da ist der draus gewachsen. Also das ist nicht so, dass du da gedacht hast, ich baue mir mal jetzt meinen eigenen Amp, einfach so, sondern du hast ja Dutzende, Hunderte Marshalls erstmal umgebaut. Also Marshall umbauen ist eigentlich so dein Kerngeschäft. Ja, richtig, ja. Jetzt nicht mehr so. Das war es halt einmal, und weil viele offensichtlich haben das Gleiche gebraucht wie ich, und der Sound hat ihnen gefallen. Ich hab dann irgendwann gesagt, 2010 rum, jetzt mache ich mal ein eigenes Design drauf und bohre nicht immer nur die Marshalls auf. Gibt es ja viele Gegner, die alten Vintage-Amps so, nein, keine Löcher reinbohren. Verstehe ich total. Und eben jetzt das eigene Design, und seitdem gibt es den so. Genau. Sehr schön. So, eine Etage tiefer, Rock Bites. Ein ganz neuer, sehr, sehr neu. Ist noch nicht auf der Homepage drauf. Der hat im Grunde den Crunch-Kanal und den High-Gain-Kanal vom Brown Artist. Und eben der Kling-Kanal ist weg. Zwei Kanäle. Ein reiner Rock-Amp. Und den Crunch-Kanal kann man allerdings noch mit einem Boost-Schalter boosten, sodass das ein zweiter Lead-Kanal ist. Lead-Kanal, das hört sich immer so an, ich sage lieber High-Gain-Kanal, wobei, ja, ist auch so ein Begriff. Jedenfalls, man kann bestens Rhythmus damit spielen. Das sind nicht modernen High-Gain-Kanäle, sondern High-Gain in kann perfekt Solo-Linien spielen, aber du gehst mit dem Volume runter von der Gitarre, wird er fast clean. Kannst auch crunchen,
Der ist hochdynamisch und äußerst durchsichtig. Der ist niemals mumpfig oder nie diese... Man hört immer die Note. Man hört Fingervibrato. Gary Murbesig, der hat auch viel Gang gehabt, aber immer sauber zu hören gewesen. Alles vor ihm. Okay, also interessanter Ansatz, dass du sagst, zwei Kanäle, aber du beginnst bei Brett und hörst bei Lead Sound auf. Ja, genau, ganz genau. Und den Crunch-Kanal, der Amp und auch der Brown Artist, die haben eine Besonderheit, die haben hier diesen Pre-Bass-Regler. Das ist eigentlich, ich habe es noch nie woanders gesehen. Das ist die normale Klangregelung hier. Hier sind die Bässe, aber hier ist nochmal sind Bässe, die sind nur im Crunch-Kanal und die sind in der Vorstufe. Das sind Bässe, die kommen nach der Vorstufe. Und der große Unterschied ist, die bleiben immer sauber. Egal wie viel Zerre das ich habe, die werden immer sauber bleiben. Die fangen nie zum Mulmen an. Weil der Amp auch nicht auf Endstufenverzerrung setzt, sondern macht einen Sound eigentlich in der Vorstufe. Und ich hatte früher immer das Problem mit dem Marshall Master Volume, diese 2203 und 04 Modelle, hast du das Gain unter 12 Uhr gedreht, vielleicht auf 10, 11, dann musstest du die Bässe voll aufdrehen und dann war immer noch zu dünn. Mit dem Regler geht man jetzt dann einfach vielleicht auf 10 oder auf 8 und dann hat man wieder die Fülle, ist wieder die Fülle von der Vorstufe da. Will ich aber weit rauf gehen mit dem Gain, dann würde der jetzt zum Mulmen anfangen. Macht er zwar nie wirklich, weil er immer es ist immer sauber, aber grundsätzlich ist es so, er bleibt sauberer. Du gehst dann mit dem Gain rauf und gehst mit dem Pre-Bass runter. Dann hat der super Kante, sehr definierter Anschlag, sehr definiertes Attack, so tiefes Fiss oder auch die. Vorher war einer da mit der Siebenseiter, der hat sich sehr gefreut drüber. Super, da sieht man wieder deine Erfahrung, wie sie einfließt in deine Produkte, die Erfahrung über Jahre Marshall-Tuning, muss man sagen. Okay. Wenn ich das noch dazu sagen darf, der heißt Rock Bites und den kriegt jetzt dann der Norman Bites von den New Roses. Das wird sein praktisch sein Signature-Amp, ist aber auch für jeden erhältlich. Genau. Ja, genau, genau. So, darunter sehe ich eine 2x12er. Eine 2x12er. Im Moment sind zwei Neo-Creambacks drin. Mag ich sehr gern, vom Sound her. Offenbar, weil da ist auch einer drin. Genau, ich mag sie sehr gern. Den M5. Es kam eigentlich so, letztendlich bin ich ein Greenback-Fan, 25 Watt Greenback-Fan. Jetzt hatte ich hier das Problem, der M hat 50 Watt. Hält der Greenback nicht aus mit seinen 25. Dann war ich auf der Suche, was nimmst du für einen Speaker? Dann bin ich auf den M65 Creamback gestoßen und hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein sehr runder, weicher Speaker, sehr druckvoll, sehr bullig. Und dann kam der Neo Creamback raus, dachte ich, den probiere ich auch mal aus. Der M65 eben 65 Watt, der Neo Creamback 60 Watt. Perfekt also. Und dann hat der mir sehr gut gefallen. Alle stürzen sich da auf das geringe Gewicht, aber der Speaker hat einen sehr geilen Sound einfach, so wie er tut. Und ich mag den und der ist sehr viel rauer als der M65, viel rockiger, taugt mir persönlich noch besser, aber jeder wie er will. Ja. Klar, Geschmäcker sind verschieden. Ich habe ihn auch drin, in einer Telebox, in einer Boogie, habe ich auch den Neo Greenback. Genau. So, und dann haben wir noch ein Combo, weil das waren ja jetzt alles Top-Teile, aber wir haben hier einen sehr schönen Combo. Und was gibt es denn da zu erzählen? Studio 10. Das Studio 10, genau. 10 Watt. Studio 10, Entschuldigung, Studio 10. Der hat 10 Watt, das 10 steht für die 10 Watt. Vielleicht sind es 11 oder 12, so ungefähr. So Auge mal. Ja, dann ist es Studio 11 oder Studio 12. Studio auch, weil mit 10 Watt ist für eine Bühne, je nach Schlagzeuger, normalerweise ist es zu leise. Da hat man keine Reserven mehr. Das ist für die Leute, die in erster Linie aufnehmen. Im Studio brauche ich keine Höllenlautstärke. Und auch die Home Recorder oder so, oder die Leute, die hauptsächlich daheim spielen, vielleicht als Zweitamp oder so. Und der ist aber auch der einfachste. Der hat wirklich nur einen Kanal, ein paar Soundoptionen. Das ist der Touch-and-Gain-Schalter hier. Grundsätzlich einmal verschiedene Verzerrungsgrade. Hier hat er einen Schein, dreistufig. Das ist wie ein Bright Switch. Hört man je stärker, je weiter das Gain unten ist, desto mehr hört man von ihm. Nach rechts, nach links sehr dezent. Nach rechts deutlich.
und Bässe mit den Höhen, ganz normal, Volume. Mehr hat er nicht. Einschleifweg hat er noch. Natürlich alles Röhre, Vollröhre, Punkt zu Punkt verdrahtet, Einschleifweg, parallel, seriell, wie man einstellt. Und hier ist noch dieser Touch and Gain, deswegen heißt er nicht einfach Boost-Schalter oder so. Man kann den auf der schwächsten Stufe, geht man mit dem Gain, angenommen, geht man vielleicht auf 9, ja, sehr weit drauf, dann hat man mit dem, sagen wir mal, PAF-Klasse, Tonabnehmer, Output-Klasse, streichlich über die Seiten, dann ist es clean. Kann sogar ein bisschen fester, bleibt immer noch clean. Mache ich noch stärker, fängt er richtig stark zum Crunchen an, richtig stark. Das glaubt man dann nicht, wie viel da noch kommt. Und wenn man diesen starken Crunch wiederum spielt, man muss aber nicht reintreschen dafür, sondern einfach kräftiger eben. Und sobald man wieder ruhiger wird mit dem Anschlag, wird er wieder clean. Das ist eine unheimlich tolle Dynamik-Sache. Da muss man, ich habe mir dann total abgewöhnt, noch mit dem Volume-Bot überhaupt was zu machen, das machst du rein mit dem Anschlag. Es geht sensationell und das schaffen die anderen, die normalen Kanäle, nicht so in der Intensität wie das. Das ist fast so, die leisen Töne, die sind dann viel lauter, fast als wenn man es mit einem Kompressor angehoben hätte. Aber es ist keine Kompression und es ist auch kein, fühlt sich auch nicht so an. Das Schlimmste ist eine Kompression, die man zu sehr merkt. Man haut immer stärker rein, weil man will lauter sein, man haut noch stärker rein. Und es wird leiser. Immer noch und man wird immer leiser, genau. Und sumpft weg. Genau. Okay, aber. Zusätzlich gibt es auch den Tone Ranger, den Tone Ranger auch mit diesen als Combo und den Studio 10 auch als Top-Teil. Ganz genauso. Könnte man jetzt tauschen. Okay. Also, Studio 10 gefällt mir. Für mich auch als Studio-Gitarrist eine Möglichkeit, mit einem Amp kompromisslos einfach einen Sound zu basteln, der wirklich. Genau. Eine Vorstufe, Endstufe und nichts dazwischen, keine Spielereien. Und da kann man tatsächlich von clean bis clean, Lead. Clean. Es ist eher ein Crunch. Ein Crunch eben. Okay. Ein richtigen Fender Clean. Ja, wenn ich jetzt, also für, ich sage mal für Country ist es vielleicht nicht empfehlenswert, aber alles, besonders für die Leute, die eigentlich gar nicht so ein super Clean wollen und es nicht unbedingt Country spielen, sondern mehr auf das Clean stehen, das so ganz leicht angeraut ist oder so. Da ist er der Richtige. Mit Single Coils sowieso. Da geht er aber, mit Single Coils geht er tatsächlich richtig clean. Ja. Gut, also, ja, das ist jetzt deine aktuelle Produktpalette. So ist es. Eigentlich ein Amp fehlt noch, der Traditional. Der ist fast genauso wie der Brown Artist. Hat aber so diese Schalter nicht, diesen Schalter nicht. Einfach so ein paar Ausstattungen weniger, die praktisch Luxusausstattungen, die man nicht unbedingt braucht, um einfach den gleichen Sound zu haben. Aber ja, dass man mit dem Geldbeutel ein bisschen weiter runterkommt, hat man auch einen vollwertigen Rocker eigentlich wie er und nicht jeder. Manche wollen einfach, die sind froh, die haben die Soundoption erst gar nicht, dann wissen sie, wie sie es einstellen sollen. Ich kenne das, ja. Dann am liebsten einschalten und es klingt gut. Eben. Vielleicht noch ein bisschen, ja. Aber die vielen Optionen verleiten genau. Dann wahnsinnig dazu, ganz dann irgendwie genau. Auch den Sound kaputt zu machen. Das war die Idee, exakt. Prima. Bernie, es war wieder schön, mit dir zu quatschen. Wieder was gelernt, weil immer, wenn ich mit dir rede, erfahre ich irgendwie was über die Wechselwirkungen zwischen Gitarre, Amps und wie die Vor- und die Endstufen mit dann. Ah, ist immer total interessant und deswegen werden wir uns auch sicherlich bald wiedersehen. Ich wünsche dir, dass du wahnsinnig viele Bestellungen hast hier und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter. Ah, nochmal natürlich die Webseite. Webseite ist... Webseite, hier steht sie, genau. www.schröteramplification.com. Wir sind weiter unterwegs auf dem Guitar Summit in Mannheim und wir haben jemanden getroffen, der ganz interessante Pedale baut. Wir sind bei... Hallo, ich bin der Sascha Kräuter von Kräuter Audio und ja, ich baue diese schönen farbigen Pedale, die nicht nur farbig aussehen, sondern auch schöne Klangfarben erzeugen. Was ist da so dein Konzept oder hast du irgendwas, was dich inspiriert hat, Pedale zu machen? Ja, eigentlich finde ich schön, wenn Pedale halt reagieren und mitspielen und nicht einfach nur was verwischen und einschalten und macht noch und man hört nicht, was es spielt, sondern es muss musikalisch sein. Und das ist eigentlich so die Philosophie bei mir, dass es wirklich das Pedal mitspielt, dass es reagiert auf den Anschlag, auf das Volumen von der Gitarre. Man hört die Note, was man spielt und nicht das Rundherum. Die Geräusche, die hat man genug bei der Gitarre.
ja, das müssen wir unterstützen. Und dass das auch im Bandkontext zum Beispiel im Vordergrund kommt, die Frequenzen gepusht werden, die müssen, je nach Pedal, das ist immer eine Geschmackssache, kann es die Mitten sein oder ein bisschen bassiger sein, so, aber dass man so, ja, seinen Platz finden kann in einem Bandkontext, aber es trotzdem auch toll ist, wenn man alleine damit spielt. Wie gesagt, musikalisch, es reagiert. Hast du da ein Lieblingspedal gerade, wo du sagst, boah, das ist mein Ding? Ja, im Moment finde ich den sehr cool. Das ist basiert eigentlich auf einem Fuzzface, das ist ein Fuzzpedal. Aber es ist sehr vielseitiger als ein normales Fuzzface. Also die Grundschaltung basiert auf dem Fuzzface, aber du hast einen Input-Regler, denn gerade wenn du zum Beispiel ein bisschen lautere Pickups spielst, Humbucker zum Beispiel oder auch P90er, kannst du ein bisschen zurückdrehen und er klärt ein bisschen auf. Er komprimiert nicht so, er matscht nicht so schnell. Gleichzeitig kannst du auch noch die Bässe regulieren und Bässe ein bisschen wegnehmen, weil ja das Fuzzface dann nicht viel zu viele Bässe, dass es reingeht und das macht es kaputt und wird dunkel, wird weniger spritzig halt und weniger schnell. Dann hast du noch einen Bias und kannst auch noch die Zerrstruktur kontrollieren. Es macht nicht riesen Unterschieden, also es sind relativ subtile Unterschiede, aber genau diese Feintuning-Sachen sind das, was mich interessiert und das, was man dann schlussendlich auch, sage ich mal, vom Pedal erwartet. Wenn es zu viel kann, ist es zu schwierig, einen guten Sound zu finden, sondern der Sound ist schon da, aber man hat in diesem Sound eine Toleranz oder ein kleines Spektrum, wo man sich bewegen kann, dort seinen individuellen Sound zu finden. Und sind das dann hauptsächlich Verzerrpedale, die du machst, oder hast du dich auf irgendwas spezialisiert? Ja, so Boost, also Germanium Boost, Verzerrer, wie jetzt auch der Fuller Drive, ein leichter Verzerrer, Fasspedale, aber auch ein Vibe. Das ist basierend auf einem Univibe. Und das ist das einzige Modulationseffekt, das ich im Moment habe. Aber auch sehr lebendig, sehr musikalisch. Muss man sich einfach anhören und spielen, damit man merkt, was das eigentlich drin hat. Ja. Klasse, gefällt mir ganz gut. Mensch, wie kann man dich erreichen, wenn man sich dafür interessiert? Einerseits habe ich natürlich eine Webseite auf www.greuterradio.ch. Und es gibt in vielen Läden in Deutschland schon, also ausgewählte Shops. Auf der Webseite sieht man auch eine Liste, wo man es kriegt. Und wenn es in der Nähe noch keinen Laden hat, mich anschreiben und dann können wir es machen. Klasse, du. Vielen Dank. Ja. Alles Gute dir und vielleicht bis bald. Gri-Gri-Guitars. Gri-Gri kommt von wo? Es ist ein Begriff aus dem Voodoo und das sind quasi kleine Säckchen mit irgendwelchen Talismanen oder Kräutern drin und ja, es sollen so eine Art Glücksbringer sein. Alles interessant. Und deine Gitarren sind auch Glücksbringer? Ja, definitiv. Sieht auf alle Fälle total toll aus. Ja? Seit wann baust du Gitarren oder wie bist du dazu gekommen, Gitarren zu bauen? Ich habe vor circa 10 Jahren angefangen mit auch mit Plus-Gitarren, mit einfachen so Sickerbox-Gitarren, also einfach Stöcke an Zigarrenschachteln geklebt und Saiten drüber gespannt. Und ja, so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Und ja, ich habe mich immer mehr in die Materie eingearbeitet und irgendwann habe ich dann quasi den Entschluss gefasst, das auch zu studieren. Und dann bin ich nach Magnekirchen gegangen und habe quasi Zupfinstrumentenbau studiert, habe da auch meinen Meister gemacht. Und ja, jetzt bin ich selbstständig quasi. Sehr cool, ja. Und du beschäftigst dich viel mit Semiakustik. Ist das eine Semiakustik oder eine... Das ist eigentlich eine Artstopp und die ist von der Grundkonstruktion gebaut wie eine klassische akustische Artstopp. Also die ist komplett hohl, hat keinen Sustainblock drin und hat eine traditionelle X-Beleistung. Der Unterschied ist vielleicht die Konstruktion der Deckenwölbung. Also ich benutze quasi 3 normale Fichtendecken, die ich in Längsrichtung laminiere. Und quasi in die Form presst. Dadurch hat man das gleiche Verhältnis von Längs- und Quersteifigkeit wie bei einer geschnitzten Decke, aber man kann viel, viel dünner und leichter arbeiten, weil man einfach weniger Fasern anschneidet und quasi mehr Steifigkeit hat. Und die Verleimung, die Formverleimung selbst bringt auch Steifigkeit, was vor allem bei so kleinen Instrumenten sehr gut funktioniert. Und ja. Ein tolles Instrument.
was genau dich inspiriert, so diese Form auch zu bauen? Ja, vor allem zum einen die alten Palo-Gitarren, die ich von der Form her sehr ansprechend finde, und zum anderen die frühen Jazz-Gitarren aus den 30ern von Gibson zum Beispiel, wie die ES-125. Ja, wie das Charlie Christian-Modell, also so. Aber es ist noch ein bisschen kleiner, oder? Ja, es ist noch ein ganz Stück kleiner. Also es sind so irgendwas um die 12-Inch, also was für eine Jazzgitarre schon sehr wenig ist eigentlich. Ja, aber toll. Also oft ist ja das Problem auch, die Jazzgitarre ist wirklich so eine Riesenbox, und dann ist man auch manchmal froh um ein handlicheres Format. Ja, und man ist weniger Feedback anfällig durch den kleinen Korpus als bei so einer großen Jazzbox. Und da ist es eigentlich ganz gut, weil man spielt ja eigentlich meistens verstärkt, vor allem in einer Auftrittssituation, und dann ist es sehr praktisch, dass man weniger Feedback hat. Tolle Instrumente, Mensch. Wirklich toll. Schön, dass wir das gesehen haben. Ja. Die probiere ich gleich mal aus vielleicht. Ja, klasse. Klasse. Wo kann man dich finden? Im Internet bestimmt? Ja, krikriguitars.com, und auf Facebook gibt es mich auch und Instagram.